Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Björn hat ja schon gesagt, wer ich bin, muss ich mich gar nicht mehr selber vorstellen. Erstmal auch Respekt gerade an Ferdi seinen Vortrag. Hab da auch wieder sehr viel gelernt. Er hat es ja am Ende gesagt, man lernt nie aus. Auch ich habe da jetzt wieder viel mitgenommen. Und mein Thema heute zur modernen Flugtechnik wird ein Teil von seinem Vortrag sein, aber ein bisschen genauer. Und zwar die Art des Einklappens, wie er vorgestellt hat, aus der Thermik herausfliegen, das Problem der Trägheit mit dem Piloten und dem Gleitschirm. Und das Ganze nennt man eigentlich Ballooning-Einklapper. Also Peter Gröniger, ehemaliger Ausbildungsvorstand, also vor mir, und immer noch Vorstand vom Lehrteam für die Fluglehrer. Wir zusammen mit dem Rest des Lehrteams bauen immer die ganzen Flugtechniken, die Inhalte für die Fluglehrerfortbildung. Und ein großer Part von uns ist, dass wir relativ viel Videos angucken. Ja, also wir schauen viel YouTube-Videos, und zwar meistens von Sachen, wo nicht so gut ausgehen, also wo Klapper passiert sind, wo Strömungsabrisse passiert sind. Und da versuchen wir zu verstehen, warum das Ganze passiert ist und dann auch natürlich Lösungen zu finden, wie man das Ganze vermeiden kann. Und ein Klapper, der hat uns ziemlich lang beschäftigt, dieser Ballooning-Einklapper eben. Und da haben wir sehr viel den Kopf zerbrochen darüber, was denn da eigentlich genau passiert, warum das so schnell geht, warum der so heftig ist, warum dann auch noch eine Folgeerscheinung passiert, die man erstmal gar nicht greifen kann. Ja, also ein sehr hoher Anstellwinkel zu einem sehr kleinen Anstellwinkel. Und warum das so ist und was da passiert, das versuche ich euch jetzt in diesem Vortrag näher zu bringen. Und was noch viel wichtiger ist natürlich, dass wir euch auch eine Lösung anbieten, wie man sowas vermeiden kann. Ja, das soll ja nicht nur ein Schreckengespenst sein, sondern man soll ja auch ein Handwerkszeug dann am Ende haben, dass das Ganze lösbar ist und man sicher aus der Situation wieder rauskommt. Ich habe da mal ein ganz einfaches Schema gemacht. Diese Thermik soll bewusst sehr, sehr klein sein. Also es ist eigentlich nicht unbedingt eine Thermik, es ist vielleicht auch nur eine aufwärtsgerichtete Böe. Es ist einfach ein sehr, sehr komprimiertes, aber doch starkes Steigen, das man dadurch erfährt. Und ja, man kennt es, wenn man jetzt da hineinfliegt, ich hoffe, die Animation funktioniert. Ja, man hat erstmal ein bisschen erhöhtes Sinken und dann kommt man in diese kurze, starke Thermik, in diesen kurzen, starken Aufwind und es hebt einen nach oben. Aber mehr oder weniger senkrecht, also man wird nicht, wie man es vielleicht kennt von der Thermik, so in sein Aufstellen gebracht, der Schirm geht nach hinten, sondern man wird mehr oder weniger zügig nach oben gedrückt mit einem anschließenden, wie man es gerade gesehen hat, starken Sinkflug darauf folgenden. Also der Pilot fliegt ein, wird nach oben gesaugt und jetzt genau an dieser Grenze, wo dieses Saugen vorbei ist, da passiert was ganz Besonderes. Und zwar durch diesen starken Aufwind, durch diese Böe von unten, haben wir natürlich einen erhöhten Anstellwinkel. Das heißt, die Luft drückt von unten auf das Segel und bläst stärker um das Profil herum. Das heißt, es entsteht auch da mehr Auftrieb. Und durch diesen erhöhten Auftrieb werden wir nach oben gezogen. Und was da noch passiert ist, wenn immer eine Luftanströmung von unten auf das Segel trifft, dass auch der Widerstand am Gleitschirm steigt, und zwar in Form des induzierten Widerstandes. Das ist dieser Randwirbel, dieser Druckausgleich mehr oder weniger, der am Außenflügel entsteht. Das heißt, was da noch dazu passiert ist, wir werden zwar nach oben gesogen, aber wir werden auch langsamer. Das heißt, ja, das Ganze beschleunigt nach oben. Wir fühlen uns im Gurtzeug schwer. Ja, uns wird es ins Gurtzeug hineingedrückt. Ja, aber bei dem Ganzen verlangsamen wir auch noch. Das heißt, wir haben einen sogenannten Auftriebsüberschuss, der jetzt eben stärker ist als wie die Gewichtskraft, die unten dranhängt, wie als Pilot. Und dadurch kommt es jetzt eigentlich zum Steigen. Also es ist gar nicht mal so die Fläche, wo die Luft dagegen drückt, sondern es ist wirklich das Profil, das mehr Auftrieb erzeugt und uns dadurch nach oben schiebt. Das heißt, die ganze Bewegung geht nach oben. Was jetzt da das Interessante ist, ja, das Ganze ist eigentlich wie so ein Fahrstuhleffekt. Das, glaube ich, kennt jeder, oder wenn man über so eine große Bodenwelle, ja, so einen Hügel mit dem Auto ein bisschen schneller fährt, ja, man wird ein bisschen mehr nach unten gedrückt, ja, beim Fahrstuhl, wenn er losfährt, dann wird man ein bisschen schwerer. Und wenn er dann sein Stockwerk erreicht hat, dann wird man plötzlich leicht.
Ja, und genau diesen Effekt, den hat man hier eigentlich auch. Das heißt, man wird erst nach oben, jetzt kommt man an die Luftmassengrenze, ja, wo es vielleicht bei der Thermik nach unten geht, aber auch nur, wenn einfach diese Luftmasse in keiner Bewegung ist, wenn die einfach steht, man eben diese gegenläufige Bewegung hat, dass man dann plötzlich stoppt, ja, der Aufwind von unten ist weg, der hohe Anstellwinkel ist weg und auch die Bewegungsrichtung vom gesamten System, die verändert sich jetzt. Das heißt, die Kappe hat ja weniger Trägheit als wie der schwere Pilot. Die bleibt jetzt schnell mal stehen, aber der Pilot selber, der wird jetzt durch dieses Entlasten nach oben noch weiter in diese Bewegungsrichtung nach oben bewegt. Er wird nicht mehr beschleunigt, aber er bewegt sich immer noch weiter in diese Richtung. Und jetzt haben wir halt das Problem bei unserem Gleitschirm, dass wir Leinen haben, kein festes Gestänge oder ähnliches. Das heißt, wenn sich das Ganze hier auflöst und wir uns weiter nach oben bewegen, dann entlasten die Leinen. Ja, das kennt jeder, glaube ich, wenn man es aus der Thermik rausfällt, man hat so einen Lupfer nach vorne oben und genau in dem Moment kann halt leider unser Gleitschirm einklappen. Was man jetzt hier auch mal so mit dieser Grafik sieht, ja, das heißt, diese Entlastung der Leinen ist eigentlich der Grund für den Einklapper und gar nicht mal, dass jetzt da, wie man es normalerweise kennt, irgendwas von oben drauf drückt oder dass der Anstellwinkel aktiv durch eine Luftströmung von oben irgendwie kleiner wird, sondern rein durch diese Bewegungsrichtung und das schlagartige Stoppen, dass dann der Gleitschirm einklappt. Ich habe es schon gesagt, es muss nicht unbedingt eine Thermik sein, sondern viel häufiger ist es irgendeine Art von Rotor oder eine Böe, ja, das eben viel kleinräumiger ist, oftmals auch viel intensiver ist und das diesen Effekt nochmal verstärkt. Das heißt, je kleiner, je knackiger dieser Schub nach oben ist, desto mehr müssen da schon mal meine Alarmglocken läuten, dass es vielleicht im Nachgang zu einem Einklapper kommen könnte. Also hier nochmal in etwa die gleiche Animation, jetzt mal mit so einer aufwärtsgerichteten Böe oder in dem Fall auch mit einem kleinen Rotor nochmal gezeigt. Luft trifft unten drauf, zieht uns nach oben. Wir kommen aus dieser Bewegung von oben raus und anschließend geht es eben wieder nach unten. Nach unten geht es nicht nur auch hier wegen dieser Luftmasse, was man ja von der Thermik oft kennt, da irgendwo muss die Luft ja wieder ein bisschen nach unten fließen, sondern auch durch diese Verlangsamung. Wir haben immer noch das gleiche Pilotengewicht, wir haben plötzlich viel Widerstand und jetzt fehlt uns aber der Auftrieb am Gleitschirm und wir haben immer noch das große Gewicht. Das heißt, der Gleitschirm muss erstmal nach unten durchsacken, um sich wieder einen normalen Anstellwinkel zu holen, um dann eben auch den Anstellwinkel zu erhöhen, um den Auftrieb überhaupt zu erzeugen für das schwere Gewicht. Und dadurch kommt es zu einem Durchsacken und es dauert dann echt ein bisschen, bis es wieder vorwärts geht. Das Video habt ihr gerade schon gesehen. Ich hoffe, es funktioniert so. Ja. Also der Pilot sinkt zuerst, dann kommt er ins Heben, plötzlich hört das Steigen auf und der Schirm klappt ein. Jetzt nochmal das Ganze in Standbilder. Hier haben wir jetzt den Effekt, der Schirm, der Pilot ist schon in dieser aufwärtsgerichteten Böe, er wird nach oben gesaugt und der Pilot macht jetzt schon mal einen kleinen Fehler und zwar er steht noch auf der Bremse und wölbt noch das Profil. Das heißt, es ist oftmals so eine Angstreaktion, ja, es geht nach oben, es ist vielleicht ein bisschen unruhig, man geht auf die Bremse und jetzt verstärkt man diesen durch den Auftrieb erzeugten Steigflug nochmal mehr, weil ein gewölbtes Profil erzeugt mehr Auftrieb. Das heißt, wir verstärken jetzt diesen Steigflug nach oben nochmal mehr und dann kann eben der Effekt dieses plötzlichen Abstoppens auch nochmal deutlicher sein, weil man ja den Anstellwinkel durch die konstante Bremse, also keine Veränderung in der Bremsleinentiefe, erhaltet die auf der gleichen Höhe, die Wölbung an der Hinterkante bleibt gleich. Man ändert hier jetzt nichts, sondern man hat einfach nur noch mehr Auftrieb erzeugt. Der Unterschied ist jetzt noch gravierender. Jetzt kommt es zu diesem Stoppen. Der Pilot wird noch weiter Richtung Kappe bewegt. Die Kappe stoppt und dann kommt es eben zum Einfallen der Kappe. Also es ist wirklich nicht nur so ein einfacher Klapper, wo das kurz reingedrückt wird, sondern die Kappe fällt richtig und relativ langsam auch, relativ großflächig nach unten ein. Das kennt man vielleicht eher auch vom Groundhandling bei wenig Wind, wenn man da steht, die Kappe ein bisschen zu weit nach vorne kommen lässt und dann fällt der Flügel einfach so nach unten. Und das ist natürlich ein Problem, weil diese Klapper,
sehr, sehr viel Widerstand erzeugen. Sie sind sehr großflächig. Die Knicklinie, die Knicklinie ist relativ steil und jetzt kann natürlich der Schirmherr relativ aggressiv reagieren. Oder noch dazu, ja, es bleibt wenig Fläche übrig, wir haben viel Widerstand durch die Kappe, wir sind schon sehr langsam und jetzt muss der restliche Flügel irgendwie das Gewicht noch tragen, er ist aber eigentlich dafür zu langsam, das heißt, er sackt erstmal deutlich durch, dadurch erhöht sich nochmal der induzierte Widerstand hier außen und dieses Durchsacken nach unten, der Höhenverlust, das wird dadurch einfach deutlich verstärkt im Vergleich zu einem normalen Einklapper, den man vielleicht hat beim Thermikeinflug, was der Ferdinand auch erzählt hat. Ja, dann kommt es eben zum Vornicken, zum starken Höhenverlust, obwohl der Schirm schon ziemlich offen ist, ja, geht er jetzt noch bis zum Boden runter, also relativ gravierend und das ist eigentlich das Komische, ja, Schirm ist schnell wieder offen, aber dieser Geschwindigkeitsverlust sorgt dann eben dazu, dass die Höhe dann gar nicht mehr ausreicht. Ein weiteres sehr gutes Beispiel, wo man dieses Beschleunigen oder diese Bewegungsrichtung nach oben sehr gut erkennen kann, ist dieses hier. Der Pilot wird relativ zügig nach oben beschleunigt, es kommt gleich nochmal. Er ist wieder auf der Bremse, jetzt klappt der Schirm ein und die Bewegung vom Piloten ist immer noch weiter nach oben. Ja, also man kann es da wirklich ganz gut erkennen, dass da dieser Massenträgheitsunterschied zwischen Kappe und Pilot diesen Klapper eigentlich mehr oder weniger auslöst und diese Entlastung der Leinen dann eigentlich zum Einklapper führt. Auch hier ist der Pilot wieder auf die Bremse gegangen. Im Steigflug hat es quasi nochmal, jetzt sieht man es auch sehr deutlich, nochmal verstärkt. Und dann fällt die Kappe mehr oder weniger ein, wieder sehr, sehr großflächig und das anschließende Durchsacken und Sinken ist wieder sehr, sehr markant, obwohl das Vorschießen, ja, das Wegdrehen der Kappe gar nicht so aggressiv ist. Ja, es ist ja auch jetzt hier auf jeden Fall schon ein Hochleistungsgleitschirm. Bei der Größe von Einklapper würden die eigentlich viel zackiger wegdrehen, viel weiter vorschießen, aber eben durch diesen starken Durchsackeffekt, ja, durch diesen hohen Anstellwinkel anschließend, ist es wieder mehr oder weniger moderat. Hier nochmal in der Darstellung. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit auch von diesem Durchsacken geredet und das ist jetzt was, was das Ganze ein bisschen paradox macht. Denn zum einen klappt ja der Schirm genau an dieser Luftmassengrenze ein, aber durch dieses Stoppen, ja, durch diesen großen Widerstand, den die Kappe erzeugt, durch dieses starke Verlangsamen, verschwindet auch wieder unser Auftrieb oben. Unten hängt noch die gleiche Pilotenmasse dran und das Ganze beginnt eben nach unten durchzusacken. Das heißt, was wir vorher gesehen haben, die Klappgefahr durch das Entlasten der Leinen dreht plötzlich ganz schnell um in einen extrem hohen Anstellwinkel und vom Einklapper zum Strömungsabriss ist die ganze Phase dann relativ nah beieinander. Und das macht eben genau diesen Ballooning-Einklapper so gefährlich, denn erst muss ich eigentlich mit dem Klapper vermeiden oder auf den Klapper reagieren und anschließend muss ich wieder umschalten und auf das Strömungsabriss vermeiden reagieren. Ja, weil wenn ich jetzt auf der Bremse stehen bleiben würde, oder stark auf die Bremse gehe, habe ich kurz danach, vielleicht ist es sogar geklappt, plötzlich die Gefahr, dass mir der Schirm in den Fullstall geht, die Strömung abreißt. Denn das Ganze geht wieder steil nach unten. Und das ist jetzt für uns was, was wir uns in der Wahrnehmung abspeichern müssen. Es ist nicht immer nur die Stellung der Kappe, ja, ist die Kappe hinten, ist der Anstellwinkel groß, ist die Kappe vorne, ist der Anstellwinkel klein, sondern auch die Bewegungsrichtung, die wir beschreiben, ist mitentscheidend, wie denn gerade unser Anstellwinkel ist. Fliegen wir ganz normal geradeaus, ist der Anstellwinkel optimal, alles super. Ist aber unsere Bewegungsrichtung, obwohl die Kappe perfekt über uns steht, mehr nach unten, das heißt, haben wir dieses Durchsacken, das starke Sinken, ist in der Regel durch eine Luftscherung oder ähnliches, durch zu viel Widerstand an der Kappe, der Auftrieb zu gering und wir haben eigentlich einen zu hohen Anstellwinkel. Der Schirm muss sich diesen großen Anstellwinkel holen, damit er das Gewicht noch tragen kann und sackt deswegen durch. Klar haben wir natürlich auch ein großflächiges Luftmassensinken, wo wir mehr oder weniger einfach runtergespült werden. Da ist es nicht ganz so tragisch, aber wenn wir fliegen und es geht plötzlich wie im Fahrstuhl nach unten, dann müssen mir die Alarmglocken läuten. Oh, jetzt bin ich eigentlich nah am Stall. Und das ist komplett unabhängig
wo die Kappe gerade steht. Und das kann ich auch nicht über das Gurtzeug oder über die Steuerleinendrücke spüren, dass ich nah am Stall bin, sondern das kann ich wirklich rein visuell wahrnehmen über meine Bewegungsrichtung. Also diesen Punkt, den muss ich mir für diese Situation ganz gut einprägen, fürs normale Fliegen wirklich noch darauf achten, neben den ganzen Inputs, die ich bekomme, Druck im Sitzbrett, ja, Entlastung im Sitzbrett, Steuerdrücke, Zunahme, Abnahme. Ich muss auch diese visuelle Referenz mit einbauen. Geht es gerade nach oben oder geht es gerade nach unten, um damit Rückschlüsse auf meinen Anstellwinkel und in die, ja, eben dann, in die Erkennung von einem Einklapper oder einem Strömungsabriss zu gehen. Ein ganz markantes Video, der diese Krux hier perfekt zeigt, ja, wie der Einklapper und der Strömungsabriss sehr nah beieinander liegen können, ist dieses hier. Das ist schon relativ lange im Internet, kursiert da herum. Der Pilot fliegt auch wieder mit gezogenen Bremsen in eine aufwärtsgerichtete Böe ein, in eine kleine Thermik, bleibt auf der Bremse. Dann kommt er wieder an diese Luftmassengrenze. Der Schirm klappt ein, der Pilot wird noch weiter beschleunigt. Jetzt kommt das Sacken. Und der Pilot bleibt auf der Bremse, weil er eigentlich nur auf den Klapper reagiert hat und die Strömung reißt ab. Das heißt, da sieht man es ganz deutlich, wie nah das beieinander liegt, Einklapper und Strömungsabriss in so einem Ballooning, in so einer Ballooning-Situation. Also Pilot wieder auf der Bremse im Steigflug, am Ende des Steigfluges immer noch auf der Bremse, keine Bremsstellenänderung, er haltet einfach die Bremsen an der gleichen Position. Er kommt an die Luftmassengrenze, Schirm klappt ein, weil der Pilot noch weiter sich in Richtung Kappe bewegt und jetzt kommt er in die Sackphase, also der Schirm geht nach unten, das ganze System sinkt nach unten und er bleibt auf der Bremse. Ja, natürlich reagiert er auch mit einem Abstrecken nach hinten, verstärkt das Ganze jetzt ungünstigerweise noch und ruckzuck kommt es zum Strömungsabriss. Ja, wie lösen wir das jetzt, das Ganze? Da haben wir jetzt eine neue Übung mitentwickelt, und zwar das Stabilisieren von den Nickbewegungen, das damit ganz entscheidend ist, ja, für die Bremsreaktion, die ich eben zu tun habe. Hat man zuvor immer dieses Pendeln versucht, optimal zu stoppen. Das heißt, wenn die Kappe von hinten nach vorne ging, hat man die Gleitschirmkappe, ja, so etwa bei 13 Uhr, 15, 20 Grad vor dem Piloten gestoppt, um dann eben die Geschwindigkeiten wieder anzugleichen und geradeaus weiterzufliegen. Um jetzt genau diese Form der Einklapper, der Störung, dieses Fahrstuhleffekt, dieses Entlasten der Leinen zu korrigieren, haben wir das Ganze in eine zweite Übung verpackt. Und zwar, dass man jetzt im Zenit, also wenn die Kappe genau über mir ist, die Bremsen zieht und abstoppt. Damit sieht man zwar, ja, das Pendeln, das hört damit nicht auf, aber ich kann eben das Entlasten der Leinen damit verhindern. Entscheidend ist eben, wenn ich ins Steigen komme, dass ich die Hände hochnehme, nicht auf die Bremsen gehe und erst wenn dieser Fahrstuhleffekt, dieses Beschleunigen nach oben, das Entlasten spürbar ist, dann gehe ich kurz auf die Bremse, um die Last, die Leinen wieder zu belasten, weil ich ja durch die Anstellwinkelerhöhung über die Bremsen wieder mehr Auftrieb erzeuge. Das heißt, das Ganze wird wieder belastet und im Anschluss gehen dann sofort auch wieder die Hände hoch, dass ich eben nicht in dieser Sackflugphase dann in einen Stall übergehe. Wie das Ganze dann ausschaut, hat man jetzt hier gesehen, und zwar geht es sehr, sehr, sehr schnell. Der Pilot fliegt in den Auf und Ein, die Hände gehen nach oben. Jetzt ist er am Zenit, der Fahrstuhleffekt kommt, er geht kurz auf die Bremse und wenn der Klapper kommt, reagiert man auf den Klapper, geht mit den Händen wieder hoch, um einen Strömungsabriss zu vermeiden und danach geht man wieder in den Aktivfliegenmodus leicht auf die Steuerleine. Und da sieht man schon, wie komplex das Ganze ist. Ja, das geht eigentlich mehr oder weniger, wenn wir es uns nochmal in Originalgeschwindigkeit anschauen, innerhalb von, ja, 1,5, 2 Sekunden. Und das macht es einfach saugefährlich, ja, dieser Ballon-Einklapper. Und durch die Häufigkeit, was man eben im Internet sieht, was man in der Praxis draußen sieht, wie oft der passiert, ja, macht es das einfach echt gefährlich. Und das ist jetzt eigentlich für euch, fürs Mindset, umso wichtiger, dass man komische Bedingungen, böigen Wind, der ruppige Thermik, Lehsituationen, und zwar dieses scharfe Leh, nicht das, was der Ferdinand vorher erklärt hat, sondern scharfe Kanten, dass man das gerade mit wenig Flugpraxis eher versucht zu meiden, denn zu trainieren,
genau diese Situation ist eben sehr, sehr schwierig. Man kann es eigentlich nur durch langes, vieles, sanftes Thermikfliegen, dieses Aktivfliegen, die Grundregeln des Aktivfliegens dabei üben, erlernen. Was noch sehr viel hilft, ist dabei das Groundhandling. Ja, und zwar nicht in den hinteren Drahtgurten rumspielen bei sehr starkem Wind, sondern mit der Gleitschirmkappe in den Wind, der Pilot auch in den Wind schauend und dann mit den Steuerleinen, mit dem Körper durch Druck halten, die Aktivfliegenbewegungen über die Steuerleinen eben zu erlernen. Ja, dann auch mal einen Klapper passieren lassen, ja, den wieder aufbremsen, aufpassen, dass man auf der anderen Seite, wo der Schirm noch offen ist, die Strömung nicht abreißt. Nur so kann man eigentlich diese schnellen Reaktionen erlernen, weil ihr habt es gesehen, es geht einfach viel zu schnell. Und ich möchte mich ja auch nicht in solche Luftmassen reinhauen, um das dann mal auszuprobieren, weil ich es ja trainieren möchte. Und noch eine Gemeinheit ist eben, ich kann es auch nicht im Sicherheitstraining üben. Ja, da kann ich nur diese isolierte Pendelbewegung trainieren und ich kann isoliert auf den Klapper reagieren. Aber die Kombination, die ist eben sehr, sehr schwierig. Zusammengefasst, wie komme ich aus der Situation raus, wie vermeide ich sie? Ist eigentlich die Grundregel schlechthin, wenn es steigt, wenn ich in eine Thermik einfliege, wenn der Anstellwinkel groß wird, wenn die Luft unten auf das Segel trifft, müssen meine Hände hochgehen. Und da muss ich mich zwingen, da habe ich auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten, über das Hände hoch. Das will man nicht machen als Mensch, weil man ja aktiv nichts macht. Wenn ich aktiv die Bremsen ziehe, da spüre ich was, da weiß ich, hey, da habe ich jetzt was getan. Aber aktiv mal die Hände hochzunehmen in so einer Situation ist schwierig. Das heißt, das muss ich aktiv, vor allem im Kopf trainieren, dass ich das mache. Am Ende der Steigphase, wenn ich merke, oh, im Gurtzeug, es wird leicht, es hört auf zu steigen, ja, oder auch isoliert jetzt mit der Nick-Übung, ja, wenn der Schirm im Zenit ist, gehe ich kurz auf die Bremse und zwar wirklich nur ein Zack, kurz den Anstellwinkel erhöhen, kurz den Auftrieb erhöhen, kurz die Spannung in den Leinen wieder erzeugen, aber danach auch wieder mit den Händen ganz nach oben gehen, logischerweise, dass ich eben diese Sackphase wieder überspringen kann, dass ich wieder einen kleinen Anstellwinkel wieder kriege, dass ich wieder Fahrt aufnehmen kann. Also ein kurzer Input setzen. Nicht auf der Bremse stehen bleiben, sondern wirklich aktiv reagieren. Man kann sich auch vorstellen, dass man eigentlich diesen Aufwind, diese Thermik wegdrücken möchte. Ja, normalerweise will man ja immer alles mitnehmen, man will auf die Bremsen gehen, man will das Steigen noch verstärken. Aber um Klapper oder diese Situation zu vermeiden, muss ich das Ganze eigentlich eher wegbügeln, durch Hände hoch und versuchen, das Steigen zu verringern. Denn dann habe ich diese Problematik nicht. Dann auf den Klapper reagieren, das kann ich super im Sicherheitstraining trainieren, das kann ich super beim Groundhandling, wie ich es gerade erklärt habe, trainieren. Ja, also auch mal die Reaktion auf den Klapper, die Größe des Klappers verringern durch einen Steuerleinenzug, der ja auch wieder nur kurz ist. Das sanfte Reagieren, was auch wieder besonders beim Groundhandling dann funktioniert, ja, dass ich nur wenig Steuerleine ziehe, wenn ich es brauche, oder viel Steuerleine, was ich im Sicherheitstraining gut merke, wenn der Klapper eben größer ist, aggressiver wird, ja, dass ich auch mal mehr ziehe. Also diesen Unterschied, wie reagiert der Klapper, wie viel Steuerleinenzug auf der offenen Seite brauche ich, auch das eben isoliert trainieren. Und anschließend, ja, wenn ich den Bremsinput gemacht habe, wenn ich den Bremsinput gemacht habe oder die Reaktion auf den Klapper, dass meine Hände wieder raufgehen. Nicht wie bei dem Piloten mit dem gelben Schirm, wo man gesehen hat, dass man in einen Stützreflex nach hinten geht, dass man die Hände nach unten nimmt, dass man sich an den Steuerleinen festhält, sondern nein, die müssen wieder zum einzig Festen am Gleitschirm, und zwar sind das die Leinenschlösser, ja, das einzige Metall, was wir da haben, da müssen die Hände wieder kurz ran, dass wir eben diesen Strömungsabriss vermeiden. Und anschließend, wenn ich wieder Fahrt im Gesicht habe, darf ich natürlich wieder in die Grundposition gehen, in die Aktivfliegenposition, wo ich jetzt wieder die Möglichkeit habe, ja, wenn ich in eine Thermik einfliege, den Schirm zu beschleunigen und anschließend wieder die Steuerleine zu ziehen. Aber was man eben gesehen hat, auch in den Videos zuvor, dass ein ständiges angebremst Fliegen den Gleitschirm nicht klappstabiler macht. Ja, das ist immer noch ein Irrglaube, sondern nur die Bewegung der Steuerleinen im richtigen Moment nach oben zum Beschleunigen, zum Anstellwinkel verringern oder zum Ziehen, zum Anstellwinkel erhöhen, machen Gleitschirm klappstabil. Rein auf der Bremse stehen bleiben, interessiert ihn nicht, weil die Luftmassen einfach das Ganze dann überrulen. Was dazu noch kommt, ist einfach meine Gurtzeugeinstellung und meine Sitzposition, meine Steuerleinenführung.
Achtet darauf, hört auf eure Kollegen, schaut auf euch gegenseitig, dass ihr nicht die Arme wegstreckt, sondern dass ihr mit den Händen am Tragegurt entlang bleibt, dass ihr locker im Gurtzeug bleibt, dass ihr diese Entlastungen auch mit dem Gurtzeug ausgleichen könnt. Ja, kippe ich den Gurtzeug auf eine Seite, dann sollte ich das auch zulassen, dass ich die Leinen dabei wieder belaste. Und auch beim Steuern die Hände immer ran an die Tragegurte, nicht irgendwie nach außen drücken, nach unten steuern, nach vom Weg vom Körper steuern, weil wenn diese Situation passiert, hat man wieder bei dem gelben Schirm gesehen, dann geht der Mensch eben automatisch in einen Stützreflex, wenn die Hände eh schon außen sind. Also alles nah beim Körper. Da sieht man das Ganze nochmal. Ja, unser grüner Part hier, da wollen wir eigentlich sein. Das ist unser gesunder Anstellwinkel. Und hier unten die Anströmung auf den Schirm, ja, bis in eben senkrecht von unten. Die wollen wir vermeiden. Das geht nur, indem wir die Hände hochnehmen. Und wenn der Anstellwinkel zu klein wird, also die Strömung eher auf die Profilnase direkt trifft oder sogar von oben, dann muss ich die Bremse ziehen. Und hier in dem Beispiel hat man einfach gesehen, der Unterschied zwischen gefährlich hohen Anstellwinkel und gefährlich kleinen Anstellwinkel, der kann eben sehr, sehr, sehr schnell passieren. Und nur mit dieser Aktivfliegenregel, Hände hoch, wenn es steigt, Hände hoch, wenn es sinkt, Bremsen ziehen, wenn Steigen vorbei ist, Bremsen ziehen, wenn der Anstellwinkel zu klein wird, kann ich das Ganze verhindern. Der letzte Punkt noch ist das Gurtzeug. Ich habe es gerade schon angesprochen, es geht ja um das Entlasten der Leinen und um das Verhindern der Entlastung. Und das kann ich natürlich super mit meinem Gurtzeug machen. Ja, falle ich im Gurtzeug leicht auf eine Seite, merke ich, oh, da hat vielleicht der Auftrieb gefehlt, da ist der Anstellwinkel klein geworden, da haben die Leinen das ganze Material entlastet. Das heißt, durch ein Kippen oder ein Nachgeben zu diesem Kippen auf diese Seite kann ich die Leinen auch wieder belasten und somit sogar den Einklapper verhindern. Das heißt, ein Gurtzeug, das eine Bewegung weitergibt, das eine Bewegung zulässt, vor allem eben in der Gewichtsverlagerung, also in diesem Rollen, da habe ich eine größere Chance, Einklapper zu verhindern, als wenn ich ein Gurtzeug fliege, das sehr steif ist, das kaum Gewichtsverlagerung zulässt, das eine Art versteckte Kreuzverspannung hat, also so ein Fachwerk baut, dass ich da eigentlich mich gar nicht mehr bewegen kann. Und auch Gurtzeuge mit Beinschlaufen leider, ja, also die Bergsteigergurtzeuge, die sehr, sehr beliebt sind, die haben versteckte Kreuzgurte mit drin, die lassen sehr, sehr wenig Gewichtsverlagerung zu, obwohl sie ja sehr flexibel und beweglich sind. Und auch die verstärken sogar nochmal eher diese Art von Einklappern. Die machen dann Sinn für den Zweck, wo sie gebaut sind, ja, dass ich eben leicht einen Sitz habe und auch um sehr wendige kleine Bergsteigerschirme noch kontrollieren zu können, weil die brauchen ja nicht viel Gewichtsverlagerung. Aber fürs normale Fliegen, um solche Störungen zu verhindern, wäre es eigentlich besser, rein flugtechnisch, dass ich ein Gurtzeug mit Sitzbrett habe, das auch ein bisschen Bewegung zulässt. Und auch von der Einstellung her immer darauf achten, dass ich mit den Händen auch ganz nach oben komme zu meinen Leinenschlössern. Ja, also es reicht nicht aus, dass ich nur bis zur Umlenkrolle, zur Führungsrolle komme, sondern ich muss auch wirklich in die Nullstellung kommen, sodass ich die Steuerleine wirklich frei nach oben laufen kann. Also oftmals ist ja diese Führungsrolle noch an so einem Band festgemacht und die müsste ich eigentlich sogar noch ein bisschen nach oben schieben können. Ja, also dass ich wirklich in den Nullpunkt komme. Wenn ich ein Sitzgurtzeug habe, eher mit etwas breiteren Knien, breiteren Oberschenkeln drin sitzen, ja, dass ich eben diese Kippbewegungen auch wirklich angleichen kann, dass ich da mitgehen kann, aber trotzdem genügend Stabilität habe. Darauf ist noch beim Gurtzeug zu achten, weil es hat einen sehr, sehr großen Effekt auf diese Sache. Das Gemeine ist, jetzt noch als Abschlusssatz, ist nämlich dieser Einklapper, diese Situation ist nicht über den Steuerdruck spürbar, sondern eigentlich wirklich nur über mein Popo-Gefühl. Ja, drückt es mich nach oben, werde ich leicht, wohin entlastet es? Das heißt, das Gurtzeug ist da ein riesengroßer Punkt, ein riesengroßer Faktor. Und wenn mein Gurtzeug zu groß ist, nicht passt, scheiße eingestellt ist, dann habe ich da einen großen Nachteil. Deswegen legt euren Wert lieber aufs Gurtzeug und nicht so sehr auf die neuen Schirme, ja, sondern schaut, dass ihr da was Gutes habt und das ordentlich eingestellt habt. Das Ganze kann man nochmal nachlesen. Im DHV Info haben wir die verschiedensten Einklapparten, ja, die uns so aufgefallen sind, mal ein bisschen erklärt und Lösungen dazu angeboten. Natürlich auch zu diesem Ballooning-Einklapper haben wir da das Ganze nochmal beschrieben, da kann man das nochmal nachlesen. Und dann
hoffe ich, dass ihr von diesem Klapper verschont bleibt oder mit diesem Wissen jetzt erkennt, was da passiert, darauf reagiert, vielleicht auch die Bedingungen vorab schon erkennen könnt und euch da gar nicht erst heraushaut, ja, sondern lieber mal sagt, das warte ich jetzt mal ab, diese ungünstigen Flugbedingungen. Denn ihr habt es gesehen, es ist echt eine Sau, es ist richtig schwierig, darauf zu reagieren. Und was wir alle wollen, ist Spaß beim Fliegen, kein Stress und vor allem gesund bleiben. Und das wünsche ich euch auch für diese Saison, dass ihr viel Spaß habt, gute Flüge habt und das hier nie passiert. Ja, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Messetag. Danke.